Wie bist du Kommunist geworden? Wie bin ich Kommunist? Puh, das ist eine gute Frage. Also eigentlich wurde ich Kommunist, nachdem ich sozusagen an der Schule schon politisch aktiv war, aber damals eher mehr so in Menschenrechtsgruppierungen, Amnesty International. Ich komme ja eher aus einer Kleinstadt und nicht aus einem städtischen Zentrum. An der Universität habe ich mich dann mehr radikalisiert, mehr gelesen, kam dann auch sozusagen in linke Gruppen. Ich kann aber nicht datieren, an welchem Tag ich von einem gewissermaßen belesenen linken, linksradikalen Kleinbürger zu einem Kommunisten wurde. Das war nicht so, dass ich mich an einem bestimmten Punkt entschieden habe, aber ganz eindeutig war es schon so, als ich mich entschieden habe, mich an einer kommunistischen Organisation, Arbeiterinnenstandpunkt hieß die damals in Österreich, anzuschließen. Das war schon ein Punkt, wo sozusagen das für mich sehr bewusste Entscheidung war, Politik und revolutionäre Politik in den Mittelpunkt meines Lebens zu schließen, weil sozusagen, es gibt schon Phasen, wo man vielleicht als Kommunist oder Kommunistin unorganisiert ist, weil es keine Gruppierung gibt, die einem entspricht in der Situation. Im Endeffekt heißt aber Kommunist oder Kommunistin sein, auch eine kommunistische Organisation aufzubauen. Die Revolution macht niemand alleine. Zur Revolution brauchen wir ein politisches Instrument, muss es eine revolutionäre Partei letztlich werden, und wir brauchen sozusagen ein Instrument, dass die Klasse selbst mithelfen kann, politisch zu revolutionieren.